Hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Ich bin hier nur am Rumlaufen und Dinge aufdecken, die ich denn noch nicht so gemacht habe hier in diesem Gebiet, war das. Und ich wollte jetzt hier hin und habe mir gedacht, dann gehst du da nochmal gucken. Ich glaube, hier haben wir die Kratos-Figur gefunden. Und jetzt entdecke ich hier was am Baum. Deswegen nehme ich auch wieder auf. Ich eine Axt, die soll ich untersuchen. Die Axt ist kalt. Wem gehört die? Ich sollte mit meinem Fokus eine Spur suchen. Eine Spur? Was ist denn das jetzt hier? Bin ja mal gespannt. Eine Spur. Das da hinten? Feuerkrallenschreiter, ja, die habe ich doch erledigt. Warum sind die jetzt wieder da? Ein kühler Lufthauch. Ich kann hier aber nichts weiter machen. Oder fehlt mir dazu noch eine Quest? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. So. Ist das hier vielleicht ein Jagdgebiet oder so? Ich sollte meine Plasma-Munition sparen und was anderes benutzen. Gesperrt. Ja, Vögel sind prinzipiell gesperrt. Ah, ich habe falsch gedrückt. So. Das für komische Vögel. Siehst du, nicht zoomen funktioniert besser. Ich hoffe, es waren nur die beiden. Wir werden mal gucken, wo die... Das ist weiter unten. Wo sind denn die? Da liegt er. Oh, bleib nicht immer hängen, Mädchen. Das war ich nicht. Die Kälte darf mich nicht ablenken. Da ist die Hütte. Da haben wir ja die Figur gefunden. Hier, und das geht... Da ist eine Höhle und da war ich nicht drin. Oh. Und wo sind sie? Hier. Ziemlich heruntergekommen hier. Hier war die Figur. Die Hütte war aber größer, die sie hatten. Die ist ja nun wirklich nur mini. Ist denn hier irgendwas drin? Grünglanzklumpen. Und damit sind wir aber trotzdem immer noch nicht da, wo ich dachte, dass wir da... Da oben geht's weiter, guck mal. Komme ich da hin? Von hier aus nicht.
Hier ist was kaputt. Da kommen wir nicht hochgeglitscht. Ich würde ja zu gerne wissen, was da ist. Jetzt bin ich aber neugierig. Unbekannt, begib dich zum Treffpunkt. Ja. Von der anderen Seite? Komisches Ding. Aber hier gibt's ja kein Griff, kein Nichts, kein gar nichts. Guckt mal. Aber es gab einen Grünglanzklumpen, wenigstens was. Dann gibt es jetzt noch eine böse Überraschung. Hier ist noch irgendwas. Guck mal, hier ist was vorbereitet. Die kann man runterrutschen. Nö. Oh, das stört. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie mich das stört. Dass sie denn da immer hängen bleibt und nichts macht. Das war wieder so ein Ding. Ich hole mir jetzt noch das Holz. Ich wollte eigentlich jetzt noch da hinten hin. Nee, da nicht. Wo war denn das Lager? Das war doch hier auch irgendwo. Oh, hier ist einfach zu viel. Nein. Mit dieses Museum. Nein. Nein, hier ist sowas auch nicht. Ich suche hier immer noch was, wo ich mich bemalen lassen kann. Na gut, was sagt die Quest? Was verloren war. Ah. Der Heimweg pausiert, bis die Flügel der Zehen abgeschlossen sind. Ach, die Flügel der Zehen sagt mir was. Gemini. Ja, aber... Aha. Oh, mir tränen die Augen. Das wollte ich auch noch machen. Wir machen jetzt erstmal das hier. Ich habe ja auch noch Fertigkeitspunkte zu vergeben, fällt mir gerade auf. Jupp. Fahren wir mal hier. Das reicht nicht. So, dann haben wir wieder unsere Symmetrie. Ja, ein paar Sachen sind noch. Da ich weiß nicht, ob man alles ausgeskillt kriegt. Werden wir ja sehen. Ich werde jetzt eine Schnellreise machen. Da kann ich leider so nicht hin. Das ist ja mal interessant. Vielleicht erfahren wir das ja auch noch. Ja, hier kann man dann noch Sachen jagen. Frostklauenareal. Beutelgewebe. Hier oben hätte ich gerne ein Lagerfeuer, liebe Entwickler. Warum ist hier nichts? Warum muss man immer so weite Wege laufen, um irgendwo hinzukommen? Zum Beispiel hier oben. Finde ich ein bisschen doof. Ich finde auch, dass ich das... Da, jetzt habe ich es gefunden. Hier wollte ich nochmal hin. Aber jetzt haben wir eine andere Aufgabe. Da oben. Da ist auch direkt ein Lagerfeuer. Was ist das? Ach, das ist mein Weg. Aber das brauche ich doch nicht, wenn da ein Lagerfeuer ist. Dann kann ich doch hinreißen. Oh, ich kann schon wieder fortfahren. Ich bin sicher, hier wollte Cotallo seinen neuen Arm testen. Ja. Hey, Cotallo. Ich bin am Treffpunkt an der Bebenzahnstätte. Willst du den neuen Arm testen? Ich bin gleich da. Wie kommt er denn da hin so schnell? Danke fürs Warten. Verrätst du mir jetzt, was wir hier machen? Nein, noch nicht. Folge mir bitte. Geheimnisvoll. Da tut aber jemand geheimnisvoll. Ja. Das finde ich wieder gut. Du hast mich mit deinen Plänen fürs Bollwerk auch zappeln lassen. Und jetzt räche ich mich. Also gut.
Hier ist es. Was ist das hier? Siehst du gleich. Komm. Bin noch da. Okay, raus damit, Kotalo. Der Test für meinen Arm ist das. Der bedroht das Tal schon lange. Hat viele vom Himmelsklan getötet. Jetzt ist Schluss. Ist mir eine Ehre. Da fehlt noch ein Finger. Nach dir. Was ist denn das? Mal sehen, wie diesem Ding Metall schmeckt. Mit Frostmunition geht das hier ganz schnell. Das tut dir weh! Sie ist frostanfällig! Probier ihre Waffe! Weiter so! Die übernehme ich! Noch ein... Oh, das war's schon. Tja, der neue Arm funktioniert jedenfalls. Das stimmt. Warum nimmst du ihn dann ab? Das ist, wer ich bin. Mit allen Narben. Alles andere wäre... falsch. Eine Verkleidung. Ich nutze den Arm bei Bedarf. Doch die übrige Zeit bin ich einfach nur ich selbst. So ist es mir auch am liebsten. Ich danke dir für deinen Beistand. Hier. Als Zeichen unseres Sieges. Danke. Dann sehen wir uns. Mögen die 10 mit dir sein. Okay. Was verloren war, Kotalo geholfen. Aha. Wie kann man ihm nicht helfen? So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier haben. Versänger. Wir haben ja mal was abgeschossen. Das ist weg. Oder? Nö, das ist eine Kiste. Das ist noch eine Kiste. Das ist noch eine Kiste. Hä? Ein alter Tresor. Hier war ein Handelswahn drin. Handelswahn. An den Vorrat geschickt. Okay. So, Kotalo. Du bist jetzt wieder einsatzbereit. Ah, die Rübe juckt. Schon wieder 3 Punkte? Nein. Ich mach na, bei Maschine. Ich mach Überlebende erstmal alles fertig, soweit ich kann. Hier unten den. Den halte ich einfach mehr aus, falls das passieren sollte. Aber die Kriegerin, die werde ich jetzt als nächstes fertig machen. So. Und auch durchskillen. Ja, der erste Flug, da brauche ich... Hole Frekas Rüstung zurück, da brauche ich was anderes. Das ist auch noch ein Frostklauen-Areal. Guck mal, da ist eine Reise. Und ich glaube, Frostklaue brauchen wir was. Bin mir da sogar ziemlich sicher, dass wir da was brauchen. Da ist sie schon. Oh, oh, ist sie das? Ja. Schock bringt mich hier nicht weiter. Bleibt bestehen, den Kühlsaft
Die Kühlsafteinheit bleibt bestehen, wenn getötet. Enthüllt Rohstoffe, wenn intakt. Damit ist der Beutel unter der Brust gemeint. Aber hier ist noch mehr. Guck mal da. Entsperrt. Aha. Ja, das wird ein harter Brocken jetzt. Ich darf die nicht kaputt machen, die Dinger da oben drauf. Und sie mögen es nicht. Guck mal, der geht schon wieder fast daneben. Der ging daneben. Das ist denn gefährlich, wollte ich sagen. Zeig mir dein Po! Nicht den Kopf! Werf doch! Aua, Eloy. Scheiße, das wollte ich. Ich wollte das Ding da oben treffen. Ach Mann, ey. Was ist denn das hier? Wenn man das Gefühl hat, dass man gar keinen Schaden macht, ne? Oh, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Oh, ich glaube jetzt, das war's. Mann, das nervt denn am meisten. Das gebe ich zu. Das ist das Ärgerlichste überhaupt. Aber ich muss ja schießen. Jetzt, guck mal, wie sie denn jetzt hier durch das Wasser stolpert. Ah, ich hab's gekriegt, das Beutelgewebe. Beutel kaputt? Nein, der scheint noch heil zu sein. Ich brauche Spitzensturmvogelherz und die habe ich noch nicht gefunden, so wie es aussieht. Ich wollte ja den Schwanz treffen, aber man ist einfach zu langsam mit diesen blöden, bescheuerten Bögen. Einen Treffer habe ich gemacht. Einen einzigen. Ist doch gut, nun. Das ist so. Ich will sie nicht kaputt machen. Ich will die Sachen haben, aber das geht einfach. Es geht einfach nicht. Und dann glitschen die gleich 100 Meter hier.
Jetzt habe ich den Baum getroffen. Das tut gut. Ja. Du bist die Obersuperhelden, den Hund. Das ist ja schon Arbeitsverweigerung. Ich habe ihn nicht abgeschossen gekriegt. Es ist kacke. Oh Mann, ey. Man kann ihm im Nachhinein... Das war die olle Kanone. Komm. Da haben wir wenigstens ein bisschen Action gehabt. Aber ja, wie gesagt, ich finde das... Guck, jetzt bleibst du wieder hängen irgendwo. Ne? Ich meine, wie gesagt, das, auch wenn ich mich jetzt ständig wiederhole, wenn sie irgendwo was looten soll, dann läuft sie oben rüber. Wenn man sich bewegen will, wenn man hier im Gelände rumläuft, dann bleibt sie an Kleinigkeiten einfach hängen. Die behalte ich als Vorrat. Ja, mach das. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles habe. Man sieht das auch nicht so gut. Das ist dann immer ein Kilometer weg. Oder wenn man einen Kilometer weg ist, dann ist es weg. Das ist aus dem Sichtfeld. Die ganze Zeit mit dem Scanner rumrennen ist auch nicht der Bringer. Da ist noch ein bisschen Holz, das werde ich mir holen. Aber wir haben die Sachen bekommen, die wir hier brauchen. Aber ich glaube, ich brauche noch was anderes. Für die Rüstung. Und das habe ich auch noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo dieser Vogel sein soll. Ah, oh, mein Auge juckt. Ah, ich weiß es wirklich nicht. Aber das hört auch gar nicht auf. So, ich wollte dahin. Da reise ich jetzt hin. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Tschüss!